Ja, willkommen zurück zu Final Fantasy Brave Exvius, beziehungsweise meinem Browser. Jan ist auch mit dabei. Hallo. Und wir haben uns beide mal gedacht, wir wollten mal ein eigenes Ranking machen, anstatt immer nur das Ranking auf dem Wiki anzugucken. Und ja, das haben wir hier auch gemacht. Wir haben auch noch eins, zwei, glaube ich. Ne, eine Kategorie haben wir mehr, oder? Ja, Vielseitigkeit. Ja, stimmt. Also wir haben die Kategorien Chaining, das ist um Ketten zu bilden, Angriffsschaden, Magieschaden, Buffer, Debuffer, Heiler, Tanks und Vielseitigkeit. Also ja, Charaktere, die halt für vieles benutzbar sind. Bei Ketten hätten wir auf dem ersten Platz, obviously im Moment noch Orlando, da halt relativ langsame 27er Ketten machen kann, die einfach erreichbar ist, weil man nimmt quasi zwei Orlando, nimmt die göttliche Zerstörung, heißt es glaube ich auf Deutsch, und drückt beide hintereinander so schnell wie möglich und ja, dann machen die eben eine Kette. Dafür habe ich auch hier eine GIF aufgenommen, um euch das einfach mal visuell zu zeigen. So sieht das dann aus. Und ja, da kann man dann halt schön. Erstens, das macht einen Heidenschaden, weil gerade wenn man Elementarketten macht und er hat halt vier Angriff und einen relativ hohen Damage Multiplier damit. Und ja, man kann halt die Finisher da schön reinjagen, weil die Kette richtig schön lang ist. Jan? Ja, Noch was zu sagen dazu, oder? nee, eigentlich hast du alles erwähnt. Der Angriff macht viel Schaden, gut zum Chain. Ja, und dann kann man Finisher reinklatschen, eigentlich alles, ja. Willst du nächstes machen? Ja, gern. Ja, Platz 2 Frevia oder wie auch immer man es ausspricht, ich habe es immer Freya genannt wegen EU. Ja, relativ langsame 14er Kette, also ist eine Einheit, die auf Einhänder geht. Und dadurch gut mit Orlando chainen kann. Sie kann auch mit sich selber an die 27er Kette erreichen, aber dann, ja, also mit Dual Wield dann, aber auch nur mit sich, nicht mit Orlando. Ja, eigentlich ist der Angriff ähnlich zu dem, den Orlando, also nee, nicht ähnlich, aber er macht halt auch gut Schaden, aber Orlando hat halt einfach leichter zu chainen. Und macht allgemein mehr Schaden, deswegen ist er nicht auf Platz 1. Und hatte sie ähnlich in der Textet, besser, schlechter, das weiß Nee, ich nicht. sie macht sogar mehr Schaden als Orlando. Sie ist nur nicht auf Platz 1, weil sie halt gerade nicht mit Orlando zusammen, sondern nur mit einer anderen zweiten Frivia die 27er Kette schafft. Ach so, dann ist das selbe Problem wie bei Jun, weil Jun haben wir zum Beispiel auch gar nicht drin, weil der chaint. Der hat zwar viele Hits, aber die kommen so schnell, dass man gar nicht wirklich gut chainen kann und er kann dann nur mit sich selber chainen. Und selbst das geht nicht richtig gut. Und auch nur Single Target. Das geht jetzt bei Orlando auch nur, aber ja. Kann man sozusagen erwähnen. Shizu hat auch schnelle Hits, aber dafür auch AOE. Ja, und einfach machbar. Wollen wir zum nächsten, oder? Ja, klar. Machst du Ja, dann Sätze? dann kommen wir zum Setzer. Der kam ja jetzt erst rein und ist direkt auf Platz 3 eingestiegen, was Chaining angeht. Da macht einem ja, relativ okay langsame Kette. Zweimal einen 19er jeweils, weil der hat 10 Hits bei roter Hand. Und ja, das Ganze geht auch per Dual Read. Wir machen einfach mal die GIF an, dann könnt ihr euch das angucken. Das sieht so aus. Also durchaus benutzbar. Wenn man da jetzt natürlich noch selbe Elemente reinnimmt, dann macht er auch eine Elementarkette. Das Problem ist nur, die beiden verbinden sich halt nicht wie bei Orlando oder wie bei Frivia. Die sind zwei kleine Ketten. Die kann man noch mit einer dritten Einheit verbinden, aber ja. Ja, kann man mit einer dritten Einheit verbinden, wenn man das möchte. Das ist gar kein Problem. Und da kann man, die kann man halt auch schön benutzen, um dann die jeweiligen Finisher dran zu hängen. Sonderlich mehr gibt es dazu jetzt eigentlich auch nicht zu sagen. Was ist das? Jo. Ja gut, dann gehen wir zu Edgar und Amor Luna. Die sind beide aus demselben Grund drin, und zwar weil sie Chainsaw als Angriff haben. Ist ein Angriff, der 7 Hits hat und auch
relativ langsam ist und halt auch zum Shane super, ist halt sowas wie Setzer mit seinem einen AOE-Angriff, den er hat mit den 7 Hits. Ja, und Edgar war am Anfang halt schon da und hat man dafür auch gern mal genutzt. Hat man sie gern so Clips gesehen, wo Edgar in so einem Damage-Team genutzt wurde und dann irgendwelche Bosse gewonnen-tankelt wurden. Aber die Einheiten an sich sind halt, das ist jetzt hier nur pur Shaning, weil Amoluna und Edgar sind natürlich an sich nicht wirklich gut. Gerade Edgar. Amoluna hat noch irgendwelche sinnvollen Sachen, aber zum Shane schon sehr gut, weil ist sowas wie Shizuru halt nur mit ein bisschen langsamer, also kann man die Finisher besser halt reinklatschen. Ja, und es ist eine AOE-Kette, ganz wichtig natürlich. Genau, AOE ist auch. Na, wie gesagt, 4 Sterne, 5 Sterne. Die verrecken dir ganz einfach, wenn du die jetzt auch zu irgendeinem Riesenboss mitnehmen willst, wo du länger als eine Runde brauchst. Also, die sind wirklich nur für One-Turn-Kills, für nichts anderes. Und die machen auch allgemein nicht viel Schaden, weil schlechtere Stats. Und der Angriff an sich hat jetzt 1,4 Multiplier mit 25% Defignor. Ist jetzt nicht so viel. Ja, klar, da geht es nur darum, die Kette aufzubauen, um nichts anderes. Ja, Transterra. Transterra ist jetzt auch neu. Die kann mit ihrer Chaoswelle, wenn man die erweckt, dann macht sie eine Funkenkette, eine 15er Funkenkette kann sie damit machen. Und zwar relativ einfach. Dafür habe ich jetzt allerdings keine Gift, genauso wie bei Edgar keine Gift da ist, weil ich habe einfach keine Transterra. Aber da könnt ihr das einfach mal eingeben bei YouTube oder so. Transterra Chaining oder Chaos Wave Chaining oder irgendwas wird sich bestimmt finden lassen. Wenn ich noch was dazu finde, packe ich euch das in die Beschreibung. Ja, und Shizuru nehme ich einfach auch gleich mal mit. Schnelle, kurze AOE-Ketten sollte eigentlich jeder kennen. Mach mal kurz das GIF an und zu ihr gibt es eigentlich da nichts weiter zu sagen. Ist halt der Classic-Chainer quasi, bevor die anderen Großen jetzt kamen. Großer Nachteil bei ihr ist allerdings, es sind nur 9 Hits. Also ihr müsst wirklich den 10. Hit müsst ihr dann unbedingt mit dem Finisher machen, ansonsten ja, verliert er halt den Damage-Bonus, den maximalen. Deswegen auch 6. Platz, weil absolut die schwerste von allen, um da tatsächlich den Maximalschaden rauszuholen. Dafür kann man sie aber auch so nutzen. Ist jetzt nicht so wie bei Edgar. Ja, das ist klar, die kann man dann in jeder Situation eigentlich mitnehmen. Bei ihr kann man die Werte relativ gut hoch machen. Toll, würde ich sagen, machst du weiter mit dem nächsten. Ja, da gehen wir einmal zur Kategorie Angriffsdamage, also Einheiten, die auf physischen Angriff halt gehen. Wobei man bei Frevia auch sagen kann, dass sie Hybridschaden hat. Die ist auf Platz 1, wie Robert halt vorhin schon gesagt hat. Sie macht mehr Schaden als Orlando. Hybrid, Doublehead-Einheit. Also man kann sehr hohe Attack-Werte erreichen. Und ist halt sozusagen bei dem Gebiet halt das Gegenteil von Olive. Die ist ja der Finisher, während Frevia halt die Kette aufbaut und dabei schon massiven Schaden macht. Und das Ding ist, bei ihr ist es halt nicht so ein Must-Have unbedingt Einhänder zu nehmen, weil man auch mit Dual Wield bei ihr viel Schaden machen kann und ja, deswegen ist es sowas wie in Orlando, nur halt mit mehr Schaden. Ja, Und halt Hybrid. und man kann sie sogar als Finisher benutzen, wenn sie mit Dual Wield hat. Geht natürlich auch ohne Dual Wield, einfach die Kette an der Orlando-Kette dann hinten mit dranhängen, schon macht das massiven Schaden. Aber man kann sie auch als Finisher benutzen. Sie hat hier diesen Angriff, wo sie nur ein Ziel damit trifft, der 600% hat. Ich habe den Namen vergessen. Aber ich habe auf dem zweiten Monitor habe ich das Spiel offen. Ich gucke einfach mal, wie der heißt. Frivia, da haben wir sie, die kleine. Spezial. Plan B heißt das Ding. Das kann man dann ziemlich gut nutzen, um zu finishen. Ja, ansonsten Olive, die kleine. Ja, weiß ich nicht, was da. Das sollte eigentlich jeder wissen, oder? Die macht massiven Schaden, kann das Ganze im AOE machen, kann das Ganze Single Target machen, ist ideal als Finisher, gerade weil sie eine Double Hand Unit ist und ja, 1180 derzeit das Maximum an Angriff erreichen kann. Das Ganze geht natürlich noch höher, wenn man den Ring der Macht hat. Wer hat schon den Ring der Macht? Ich meine, muss man erstmal Frodo finden und den klauen. Ach nee, das wird ja hier anders gemacht. Genau. Ja, und für mich auf jeden Fall eine Must-Have-Waifu, die Kleine. Ganz klar für mich Must-Have Waifu Orlando.
Judas dabei war. Nicht. Ja, der war einer, die sehr gehypt wurde. Alle wollten ihn haben. Warum? Sein Angriff ist, wie wir auch vorhin erwähnt haben, halt sehr gut zum Chain. Macht an sich gut Schaden, weil er auch nur Lichtresistenz runter macht und Deafignore hat. Das hat aber auch einen negativen Punkt, und zwar er ist relativ beschränkt auf Lichtelement, also auf das Lichtelement. Das heißt sowas wie, der Angriff an sich, hat er Lichtelement oder hat er nicht Lichtelement? Der Angriff hat kein Element, ne. Ja genau, also wäre da sowas wie ein Excalibur halt schon fast ein Must-Have, damit man da auch das kriegt. Und wenn man dann auf ein Excalibur geht und dann, keine Ahnung, Gegner findet mit 100% Lichtresistenz, nehmen wir jetzt einfach mal Beispiel Cecile, weil dann ist das halt nicht gerade so die beste Situation. Und er hat auch keine AOE-Angriffe, also müsste man ihm zum Beispiel Odin geben, nur für Klingenblitz, und er macht jetzt auch nicht so viel Schaden. Aber wenn man halt seinen Angriff nutzt, der halt so sein Signature-Move ist halt, also mit seinem Chain, dann macht er halt schon gewaltig viel Schaden. Und deswegen wollten die Leute ihn auch unbedingt haben. Und er hat auch sehr gute Attack-Werte, deswegen macht er schon geilen Schaden. Ja, Noctis, der alte Hase jetzt schon mittlerweile eigentlich, zumindest in seiner jetzigen Form, der bekommt hoffentlich noch einen Buff, keine Ahnung, man kann ja hoffen. ja, er hat sehr guten Einzelzielschaden über seinen Warp-Angriff, heißt er so auf Deutsch? Ich achte da irgendwie nie drauf, ich wähle das einfach nur aus und dann ist gut. Keine Ahnung. Teleportationsschlag heißt der Spaß. Ah. Ach, Neu. genau. Genau, und hat drei Hybrid-AOE-Angriffe. Einmal Eis, einmal Donnerschaden und einmal Feuerschaden. Warum steht hier bei Donnerflasche Lichtschaden? Sind die doof? Ah ja. Er hat also Einzelziel und AOE relativ guten Schaden. Das Gute ist, man kann ihn auch gegen Gegner einsetzen, die physische Resistenzen haben. Gerade weil es eben Hybrid-Schaden ist, die AOE-Angriffe. Und ja, er hat noch einen Sprungangriff zu bieten, mit dem er sich dann selber heilt. Der auch, der ihn quasi dann eine Runde vor Schaden schützt. Und wenn er landet, zweimal Schaden verteilt. Zumindest wenn man zwei Hände benutzt hat. Ansonsten natürlich nur einmal. Macht auch relativ guten Schaden. Also, das ist quasi für jede Taktik ist was dabei, wo man ihn nutzen kann. Jupp. Deswegen wird später auch noch bei Vielseitigkeit auftauchen. Auf jeden Fall, ja. Ja gut, Platz 5 ist Lightning und wieder auch steht nur wegen den Enhancements. Also deswegen ist sie wieder sehr besonders, weil sie jetzt mit ihrem einen Angriff, an sich macht er, glaube ich, mehr Schaden. Ja, Wie? ja, er kriegt einen höheren Modifier und setzt die den Donnerresistenz, Donnerresistenz. ja, setzt weiter runter. Ich glaube 70% oder so jetzt. 75%, jupp. Und dadurch, wenn man halt entweder Donnerschwerter gibt, glaube ich, jetzt nicht viel, oder entweder irgendwelche Donnerangriffe nimmt, macht man damit schon gewaltig viel Schaden. Deswegen ist zum Beispiel auch Sevens Enhancement super, weil die halt dadurch noch besser die Resistenzen runtersenkt Ja. und. Man könnte die Waffe von Olive benutzen. Ach so. Weil das ist Ja, eine Schusswaffe und die hat Lightning auch Donnerelement. kann Schusswaffen tragen. Ja gut, aber dann ist es wieder so ein Einhänder-Ding. Ja, man könnte es auch einfach als Zap-Ding nehmen und dann Oliv und Ne, dann wieso? damit was machen. Die Waffe ist doch keine Zweihandwaffe. Oder Naja, ist ich das. weiß, aber die hat die nicht Einhänder-Ult und das wäre dann dadurch irgendwie sinnvoller. Weiß ich nicht. Also bei mir persönlich ist immer so verschwendetes Potenzial, wenn man sowas dann macht. Ja, Ich finde, dann könnte man da einfach als Team rein. die Waffe sollte man ganz klar Olive geben. Definitiv. Das war nur ein Beispiel. Ach Nichts so, weiter. gut. Einfach nur ein Beispiel. Gut, ja, also man könnte zum Beispiel Lightning dann reinpacken und Olive dann auch hinzu oder Lightning die Waffe geben. Aber auf jeden Fall ist er wieder drin, weil sie halt die Enhancements dadurch bekommen hat. An sich macht sie natürlich auch noch ihre ganzen Elementsachen und so. Aber ja, ist jetzt auch nicht mehr so das Beste, weil immer nur ein Hit, der auch noch relativ lang braucht, außer halt der eine Non-Elemental-Angriff. Aber ja, ist jetzt schon ein bisschen alt geworden, die Einheit, sagen wir so. Das ist auf jeden Fall. Sie kann mit einer zweiten Lightning aber richtig gut chainen, ihr sie Zerstörer. Und. Naja, und der AOE-Angriff, der geht auch ganz gut zu chainen. Wie heißt denn der? Rundumangriff oder sowas, keine Ahnung. Stimmt, ja, irgendwie sowas, ne? Rundumschlag oder so ein Zeug. Genau. Ja, Rundumschlag, ja.
Den kann man ja jetzt auch verbessern mit den Enhancements. Dann ist er durchaus auch ganz okay im AOE. Aber ja, sie ist halt fünfter Platz, nicht zum Spaß. Lunef und Gilgamesh. Die beiden sind quasi outclassed as fuck. Aber die kann man immer noch als Finisher ganz gut benutzen. Gilgamesh für AOE, Lunef für Single Target. Gilgamesh geht auch Single Target, so ist nicht. Aber, ja, sonderlich viel gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Sind halt Finisher. Ja gut. Soll ich damit Magie weitermachen? Kannst du machen, ja. Na gut, ja, also magischer Damage erklärt sich ja von selbst. Ja, die neue Einheit Transterra auf Platz 1, weil höchster Magiewert, hat von sich aus Dualcast, muss man also so kein Slot irgendwie verschwenden, hat Ultima, ist der zweitstärkste Magieangriff. Wie hieß nochmal der stärkste? Durch Noctis Trust. Alterna. Genau, Alterna, aber der kostet auch sehr, sehr viel MP, also den kann man nicht mehr eben spammen. Also Ultima kann man jetzt auch nicht spammen, aber ja. Wenn man den halt einsetzt, hat man schon gut was weg. Ja, hat noch ja, dieses Erwecken, wo so durch sie dann noch Magie-Buff kriegt und dann noch einen anderen Angriff hat, wodurch man dann wieder chain kann. Was auch noch gut ist, hat einen relativ starken Lichtmagieangriff. Ja, und wenn man den hier die Chaoswelle erweckt, verbraucht man dadurch auch keine MP, also spart man sich dadurch auch noch was und wenn man halt chaint, macht man dadurch auch noch sehr viel Schaden. Also ja, ist halt das, was man von einem magischen Damage-Dealer halt erwartet. Hohe Magiewerte, viele Magieangriffe, direkt Dualcast und macht halt gut Schaden. Ja, und im Fall von Transterra kannst du sogar noch ein bisschen Support leisten, aber das gehört ja in die Kategorie nicht rein. Darkfina, ja. Was? Ja, Darkfina eben, ne? Hat eine Peitsche. Okay, dritter Platz, Spaß. Ja, sie hat auch noch direkt Dualcast, bringst du mit. Kann ebenfalls Ultima, hat viele Elemente über die Guard-Zauber. Hat einen ziemlich gut benutzbaren Limit Burst und kann sich Mana vom Gegner absaugen. Muss das nicht extra über Ramu haben, sondern hat es direkt dabei. Ja, und dann, ja, macht halt gut Schaden. Ja, jetzt dritter Platz, Xdev. Einmal, was wir jetzt gar nicht hingeschrieben haben, ist eine Einheit, die schon 3-Sterne-Base hat, also ist ja nicht so unmöglich gefühlt zu kriegen. Hat auch Dualcast von sich aus, hat Killerfähigkeiten, hat ganz viele Guard-Zauber, dann noch sozusagen noch einen anderen Lichtangriff, einen AOE-Angriff und noch einen anderen Erdangriff, der aber beides ja nicht durch Dualcast nochmal genutzt werden kann. Hat Meteor, was sozusagen so ein bisschen schwächer als Ultima ist, aber immer noch ganz gut. Was das Problem bei ihm ist, dass er weder Rob noch Hüte tragen kann. Er kann Waffen tragen, die für Physical Damage Dealer gut sind, aber die für magische Damage Dealer fehlen ihnen halt. Also, bisschen komisch, aber ja, deswegen ist er halt nicht so weit oben. Weil man braucht schon Roben oder Hüte, um gut was zu kriegen und keine Helme. Deswegen ist er nur auf Platz 3, aber trotzdem kann er relativ gut Schaden machen. Ja, über Frivias Waffe hat er mittlerweile einen ziemlich guten Weg, weil legst du ihm Frivias Waffe an und gibst ihm dann Feder und Schwert viermal. Und Bab hat da auch richtig geile Werte. Was man noch erwähnen Zum könnte, die Beispiel. Killerfähigkeiten, die sind für magischen Schaden, spezielle Killerfähigkeiten, die er hat. Dass, jetzt, wenn er jetzt irgendwo anders eine Killerfähigkeit herbekommt, die zählen meistens nur für physischen Schaden. Achso, ja, Imperator, könnte ich gleich weitermachen, oder? Ja, klar, ich habe nichts mehr zu extra zu sagen. Gut, dann nehmen wir Impi. Der kann Dualcast ebenfalls. Leider bringt ihm das ziemlich wenig, weil ja, alle Fähigkeiten, wo der Dualcast sinnvoll ist, sind halt Fähigkeiten und können nicht per Dualcast wiederholt werden. Er hat vier Elemente über Garzauber, die kann man dann auch per Dualcast benutzen. Hat einen guten Zauber, der nur Einzelziel ist, das ist Flare oder auch weiß ja Fackel theoretisch, weiß gerade nicht, wie auf Deutsch heißt. Der Ich habe setzt auch auf jeden keine Fall, Ahnung. der setzt Wasserresistenz runter und ist, glaube ich, ein Feuerangriff oder so. Ja, sein Feuer von unten ist zwar ziemlich geil, aber nur, wenn der Kampf extrem lange dauert und erst ab der sechsten Runde, nachdem ihr es immer hintereinander benutzt habt, macht ihr irgendwas anderes,
dann ist dieser Bonus futsch und genau deswegen ist dieser Angriff auch nicht sonderlich zu empfehlen. Und ist nur Single Target das Ganze. Er kann sich selbst 100% Magie buffen, hat 10% Mana-Regeneration pro Runde. Das sollte man vielleicht noch erwähnen. Spricht ja dann doch schon irgendwo noch ein bisschen für ihn, wenn man jetzt nur Garzauber gerade braucht oder was. Ich persönlich bin kein Fan von ihm, aber sein TM ist top. Sein TM ist gerade für Transterra, Darkfina, Exdeath, Exdeath eher nicht so, aber Transterra und Darkfina ist der TM wirklich absolute Bombe und best in Slot. Was man noch sagen könnte, ist, dass der Magieangriff jetzt nicht sehr viel MP kostet. Also, weil er auch gerade MP-Regeneration halt 10% hat, kann er den schon jede Runde einsetzen. Also, das ist jetzt eher das geringere Problem. Das Feuer von unten, ja klar. Das stimmt. Ja, Da geht. gut. Aber wolltest du was sagen? Ja, ich wollte nur sagen, da geht es ja mehr darum, dass wenn er mal irgendwie ein Item einer anderen Einheit geben muss, irgendwie Mana Refill bei irgendjemanden oder sowas. Wenn du gerade so eine Not hast, weißt du, dann macht es halt Puff und weg ist der Damage. Jupp, das ist richtig kacke. Der ist irgendwie gefühlt so was wie singen, als weil man muss die ganze Zeit diesen einen Skill machen. Ja. Na gut, Platz 5 ist Ace. Er ist eigentlich nicht wirklich gut, weil die meisten Sachen, die er zu tun hat, sind halt irgendwelche Random-Sachen und darauf kann man sich ja nicht verlassen. Was aber bei ihm gut ist, dass er ist, glaube ich, ein Global-exklusiver Skill, Ja. den er bekommt, und zwar kann man den mit Dual Wield, obwohl es Magieangriff zweimal ist, zweimal nutzen und dadurch macht man halt schon guten Schaden und der gibt ihm gleichzeitig noch eine hier nicht Chance, sondern garantiert, dass er ein paar Angriffen ausweicht. Oh. Zwei physischen Angriffen. Zwei, okay. Dann halt noch sowas Normales wie MP pro Runde, LB-Füllrate für sich, das ist jetzt aber jetzt nicht so geil, weil der Limit Boss jetzt auch nicht der beste ist. Aber das ist jetzt so mal eine Einheit, wo man auch Dual Wield bei einem magischen Damage Dealer nutzt und nicht nur den Magie-Buff, also die höhere Magiewert halt sich gut hat, sondern halt noch einen Angriff, den man wirklich zweimal nutzen kann. Das macht ihn halt sehr gut. Und wenn der Gegner halt wirklich nicht oft angreift, dann ist er sozusagen unverwundbar. Solange es Wenn. physische Angriffe bleiben, ja. Wollte ich gerade sagen, ja, solange es physische Angriffe bleiben, wenn es Magie ist, dann bringt das natürlich nichts. Ja, dann gehen wir zu Platz 6. Die, ja, jetzt in dieser Woche gekommene 6-Sterne-Form von Terra kann sich 50% Magie selber buffen und aktiviert dadurch Dualcast, Meteor und Chaoswelle für sich dann zum Benutzen in den nächsten 3 Runden. Das Problem dabei ist natürlich, man hat erstmal eine Runde, in der man quasi nicht angreifen kann und nur sich selber bufft. Aber danach kannst du dann ganz gut rappeln mit Dual Cast Meteor, das haut schon ganz gut rein. Und die Chaoswelle kann man natürlich mit einer Transterra zum Beispiel dann chainen. Man kann sie allerdings nicht erwecken, das ist nur die kleine Chaoswelle. Ja, also wir hatten relativ gut benutzbaren Limit Burst. Damit könnte man auch chainen, wenn man zwei Terra hat. Was Gasbells angeht, hat sie leider nur Feuer. Und ja, mehr gibt es eigentlich großartig nicht zu sagen. Gut, dann geht's zu Buffer. Da haben wir auf Platz 1 Marie getan. Ganz offensichtlich, weil, wo ich mir die nochmal angeguckt habe, die kann gefühlt alles, einfach alles in eine Einheit reinklatschen. Die hat Dual Cast von sich aus und die meisten Buffs, die sie gibt, sind halt Magie-Sachen. Das heißt, man kann sie direkt zweimal nutzen. Die gibt alle Resistenzen, also kann alle geben, 50 bis 70%, wobei Licht und Dunkel entweder, also 70% Licht und Dunkel geht nur als Konter. Sie hat aber auch einen Skill, der 50% für alle Elemente gibt. Also wenn man Elementarresistenz haben will, ist sie ganz klar die beste Einheit. Kann immun gegen Blind, Schlaf und Verwirrung machen und Sturm hat sie nur für sich selber. Kann Magie reflektieren für eine Einheit und im Limit Burst dann halt für alle. Kann Death, Magie und Spirit buffen. Und sie selber kann sehr leicht Immunität erreichen, weil sie eine Passive hat, die 30% Immunität, Resistenz, nicht Immunität für alle Elemente gibt. Das heißt, wenn sie jetzt mal, keine Ahnung, die Gegner greifen Feuersachen an, gibt sie sich halt 70% Feuerresistenz, also für alle, und dann hat sie halt direkt 100. Und was auch noch sehr gut ist, ist ihr TM, weil der, glaube ich, auch noch Elementarresistenz gibt und allgemein sehr gut für defensive Einheiten ist. Ja, für Heiler und Magier vor allem.
Die Regenbogenrobe ist das. Gibt 45 Magie, 45 Psyche, bisschen was bei 40 an Defense und 30% Resistenz gegen, glaube ich, alles außer Dunkelelement. Ja, also ziemlich geil. Wenn man es ranpackt, hat sie direkt 60% und dann, ja, YOLO. Ja. Platz 2 wäre Minfilia. Die gab es beim Raid-Event für Ifrit. Das Final Fantasy XIV Event müsste das gewesen sein. Sie kann Resistenz gegen alle Elemente erhöhen und zwar 70%. Das Problem dabei ist, das sind alles Fähigkeiten. Also da hilft kein Dual Cast oder irgendwas. Sie kann leider nur einen einzigen Spell pro Runde verwenden. Sie kann allerdings alle Werte auch erhöhen. Entweder 40% für alle oder 10%, Quatsch, 10%, na klar, das wär's, ne? 10% für einen. Ja, Yay! oder halt 100% dann für ein Einzelziel. Das wird mit späteren Buffern allerdings überhaupt nicht mehr wertvoll. Die Resistenzen gegen die Elemente allerdings, die bleiben immer top. Sie kann Immunität gegen Verwirrung für alle buffen und sie kann alle Statuseffekte heilen, allerdings nur für eine Einheit. Ja, doch geh mal zur Brave Frontier-Einheit, würde ich sagen. Yay, Brave Frontier, Starvi-Einheit. Ja, man kann direkt erstmal das Problem aufzählen. Tillith hat gerade nur eine maximal 5-Sterne-Form, kriegt aber später eine 6-Sterne-Form. Die haben wir jetzt nicht aber direkt mit eingerechnet, weil Tillith 5 Sterne ist schon sehr gut, aber wenn die 6 Sterne da wäre, würde sie wahrscheinlich höher kommen. Also ich denke, sie wäre dann Platz 2, ob sie Platz 1 wäre, ist wieder was anderes, da muss man gucken. Was gibt es so Gutes? Ja, sie gibt Attack Death Magie und 42% für alle. Kann AOE alle Elemente Resistenz geben, 40% außer Dunkel, also halt alle Elemente außer Dark. AOE Statusheilung plus Heilung, da ist jetzt das Problem, was ich sehr oft schreiben musste, by the way. Außer Versteinerung und Virus, wo mir gerade auffällt, da fehlt das U, Hust. Da hat man jetzt gesehen, bei Minfilia war es so, sie kann alle Effekte, Probleme für eine Einheit heilen. Tillith halt alle außer Versteinerung Virus. Kann durch den Limit Burst 100% Limit Burst Füllrate für eine Einheit geben und da dann noch gleich mit heilen. Was noch ein Problem ist, ist, sie kann sehr wenig Ausrüstung tragen und halt ein sehr großes Problem ist, sie kann gar keine Waffen tragen. Also das muss man schon als Trust haben, dass man irgendwie Stäbe ausrüsten kann und das macht halt schon viel aus. Und weil sie nur 5 Sterne Max ist, kommt sie halt auf nicht wirklich gute Stats. Also am besten wäre sowas wie ein Trust, der Chance gibt, weniger angegriffen zu werden oder so, weil die hält halt echt wenig aus. Weil sie hält an sich schon wenig aus, weil gefühlt Heiler irgendwie immer wenig aushalten. Und dann wenig Ausrüstung plus nur maximal 5 Sterne. Also die kann eben mal schnell gekillt werden. Ist nicht schwierig. Ja gut, dafür kriegt sie dann mit ihrer 6 Sterne was dagegen, nämlich dass sie nicht mehr so oft ins Target genommen wird. Genau. Ja, dann gehen wir zu Platz 4. Sirius, die Kleine. Sie bekommt direkt Dual Cast mit ihrer 6 Sterne Form. Die 6 Sterne Form ist im Übrigen global exklusiv. Da bekommt sie halt, wie gesagt, Dual Cast. Sie kann AOE 70% Feuer-, Donner- und Eisresistenzen buffen, kann 50% Dunkelresistenz buffen und gibt damit auch Immunität gegen Versteinerung. Das ist allerdings eine Fertigkeit, kann nicht im Dual Cast mit einbezogen werden. Sie kann AOE alle Resistenzen geben, allerdings nur 49% und in ihrem Limit Burst. Natürlich auch nur, wenn man den Limit Burst auf 25 hochgelevelt hat. Ja, 40% AOE Defense kann sie noch buffen. Also quasi eine kleine Marie, eine Mini-Minfilia, wie man es sehen möchte. Ist auf jeden Fall recht hilfreich, wenn man weder Marie noch Minfilia hat. Aber Minfilia hätte man sich gratis holen können. Das Ding, was ich halt gut finde an Sirius, also an ihr, ich denke immer, dass Sirius ein Mann ist, ist, dass halt, wenn man jetzt nicht irgendwie Licht oder so als Element haben muss, sondern nur Feuer, Donner oder Eis, dann reicht halt Sirius an sich und man kann halt direkt bei den Sachen halt die beiden Elemente halt buffen. Aber der Fall ist halt relativ selten, deswegen ist Minfilia halt garantiert weiter oben. Ja. Gut, dann kommen wir mal zu einer Einheit, die nichts mit Elementarresistenz zu tun hat. Und zwar ist das Solal. Die kann AOE 1 Stat buffen. Und auch nur für eine Runde, aber dann um 60%. Also Angriff, Verteidigung, Magie oder Psyche. Dann kann sie noch AOE für 40% Angriff und Magie buffen. Dann noch für 3 Runden.
und kann AOE Statusheilung kriegen. Als das ist aber eine Fertigkeit, die man ihr erstmal geben muss, die man, glaube ich, bei dem Event bekommen hat. Da halt seit alle Statuseffekte außer Versteinerung. Sonst an sich, wenn sie noch ihre Enhancements kriegt, kann sie noch das jeweilige, also den jeweiligen Stat noch mehr buffen. Ich glaube, irgendwie kann das 100 oder 120% erreichen. 120% und beim zweiten Mal benutzen dann sogar noch den zweiten Stat dazu. Achso, ja, also dadurch kann man halt mehr erreichen, aber das haben wir jetzt hier nicht mit einberechnet, weil wir haben nur Enhancements mit, also Sachen mit einberechnet, die auch da sind. Lightnings Enhancements sind, also die sind ja schon da, deswegen haben wir sie halt mit einberechnet. Bei Solar ist es halt so, alles Stats halt zum Buffen und AOE Statusheilung ist halt schon ganz nett und es gab halt nicht mehr so viele Buffer, die wir jetzt so gut empfanden, deswegen kann man jetzt schon den sechsten Platz sozusagen als so eine Art Boni nennen, weil ja, der hat mal einen wirklichen Sinn. Ja, sechster Platz ist eigentlich nur, weil die anderen sechs Plätze haben. Es ist halt Mercedes. 100% Attack Buffen. Mit Enhancements übrigens, muss man dazu sagen. Weil Enhancements sind nicht so leicht zu bekommen. Aber dafür kannst du dann 100% für 3 Runden für die komplette Gruppe buffen und gibt dabei Immunität gegen Attack Breaks, was auch ziemlich gut ist. Aber ja, Enhancements. Schwierig zu kriegen. Ja. Ja, und weil das so kurz war, nehme ich jetzt gleich noch Ling, die ist nämlich genauso kurz. Bei dem Debuffern sind wir dann jetzt und da ist Ling auf Platz 1. Und zwar, weil sie AOE alle Statuseffekte verteilen kann und weil sie alle Stats breaken kann. Und zwar 45% und das Ganze auch AOE, also jeweils auf alle Feinde. Ziemlich geil und ziemlich kurze Liste. Jupp, Platz 2, Elsa, den höchsten Abwehr am Ziel breaken 50%, also viel mehr Schaden und kann Gift und Virus hinzufügen. Ja, die hat natürlich noch andere Gründe, warum sie gut ist, aber bei Debuffer sind halt nur die Sachen, deswegen. Ja. Und ja, da wären wir auch schon wieder zurück bei Dark Fina. Die hatten wir ja vorhin schon mal. Diesmal allerdings als Debuffer. Und zwar kann sie hier AOE-Angriff und Abwehr breaken vom Gegner und ja, kann alle Statuseffekte verteilen. Auch AOE natürlich. Orlando? Warum? Was? Ja, warum ist er eigentlich hier als Orlando geschrieben? Orlando. Ja, oben ist er richtig geschrieben und hier ist er nach der japanischen Schreibweise geschrieben. Interessant. Keine Ahnung, ich glaube, die. Ach, ist auch egal. Ja. Ja, er kann halt Angriff und Magie und Abwehr und Psi breaken, aber Abwehr und Psi halt nur über eine Materie. Kann noch Verwirrung, Stopp und Schweigen hinzufügen und halt die Lichtresistenz runtersetzen mit seinem Angriff. Also das sind jetzt eher die letzten Sachen, man jetzt eher das Uninteressante, aber dafür, dass er halt alle Stats halt breaken kann, also jeweils mit einem Angriff halt zwei bestimmte, ist schon sehr praktisch. Auf jeden Fall. Ähnlich wie Noctis. Naja, nicht wirklich. Noctis macht das, kann AOE alle Statuseffekte verteilen, kann AOE Psyche und Magie um 30% runtersetzen. Ganz wichtig, bei Orlando sind es übrigens 40%. Und er kann dann noch auf ein Einzelziel Angriff und Abwehr runtersetzen, auch nur 30%. Und hat die Chance, noch zusätzlich zu allen Statuseffekten Stopp auf Gegner zu verteilen. Auch AOE das Ganze. Ziemlich geil, also. Ja, und Platz 6, der, ja, Fallensbrecher, ist genau. halt wieder so ein Bonus. Das ist rein, der kann halt alles Brecher, beziehungsweise Undermine heißt das. Keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt. Ist auch nicht sonderlich relevant. Das ist wirklich nur, wenn man keinen anderen von Debuffer hat, dann kann man reinnehmen. Ich habe extra nachgeguckt. Das war der Punkt, den ich am längsten nachgeguckt habe, ob es irgendwas Sinnvolleres gibt als rein. Es gibt viele Sachen, die kommen nah dran. Und um ehrlich zu sein, ist Punkt 6 genauso hier wie bei Buffer eher so ein Bonuspunkt, weil ja, da gibt es viele Sachen, die eh nicht rankommen, aber irgendwie ist zwischen Platz 5 und Platz 6 irgendwie ein Riesenabstand, weil ja, da gibt es halt echt nicht viel. Ja, man könnte Setzer noch jetzt zum Beispiel auch anstatt rein erwähnen, weil Setzer hätte AOE alle Statuseffekte, aber bist du beim selben, hast du auch bloß nur eins erwähnt. Okay, gut. Nachdem wir so einen langweiligen Punkt hatten, kommen wir zu den Heilern und zwar Refia. Ist jetzt auch wieder schon eine sozusagen relativ alte Einheit, aber halt immer noch sehr gut. Die braucht. Ja, jetzt bin ich gerade irgendwie ein bisschen am Schlauch. Die braucht nicht Dual Cast. Doch, die braucht Dual Cast, weil sie es nicht so sofort hat. Ja.
Hat eine hohe Psi, einen hohen Psi-Wert, hat so Statusresistenzen, dass er halt immer noch heilen kann. Also sie kann sowas wie vergiftet werden, aber hat nichts, was sie ans Heilen hindern kann. Hat zum Beispiel noch ein Single-Target 100% Revive, kann den Status-Effekt heilen im Limit-Burst und ja, ist allgemein halt so ein klassischer Heiler, der halt sozusagen immer heilen kann. Weil das mit den Resistenzen ist halt schon sehr praktisch, gerade für Leute, die halt nicht die ganze Zeit im Trust-Farming sind oder irgendwie die Ausrüstung haben, die das jetzt verhindert. Schon sehr praktisch, ist halt einfach ein relativ klassischer Heiler. Kann man eigentlich nichts mit falsch machen. Wie es hier steht, Ja. perfekt für Trial-Teams, also einfach rein und dann hat man was Gutes. Ja, ein Nachteil, den man vielleicht noch erwähnen könnte, ist, sie hat keine eigene Mana-Regeneration. Kann man zum Beispiel über das Soluna-Band oder ähnliche Trustmaster dann halt ersetzen. Kann man ihr das dann geben, aber dafür muss man natürlich dann erstmal die Trustmaster haben. Das ist aber, unsere Liste bezieht ja sowieso alles mit ein. Alle Trustmaster, alles, einfach den Maximalstatus der Einheit quasi. Von dem her ist sie da auf jeden Fall auf Platz 1. Aber wie gesagt, der Maximalstatus der Einheit, der jetzt da ist. Nur als Beispiel, Ja. deswegen auch Tillith nur maximal 5 Sterne. Nicht, dass man jetzt hier durcheinander kommt. Ja, natürlich, sonst wäre Tillith wahrscheinlich hier auf Platz 1 bei den Heilern anstatt auf Platz 5. Aber Tillith hat halt noch nicht ihre 6 Sterne, deswegen ist sie noch weiter da unten. Ja, dann gehen wir zum zweiten, oder? Ishtola. Ja. Die olle Ische. Sie bringt direkt Dual Cast mit, hat ebenfalls Kyuraja als, also Vitaya, glaube ich, auf Deutsch, als großen Zauber. Bringt auch selbst 5% Mana-Regeneration pro Runde mit, kann Einzelzielstatus heilen, alles außer Virus und Versteinerung. Und kann AOE-Verteidigung und Psyche 40% Buff verteilen. Kann außerdem 54% Mitigation per Limit Burst verteilen auf den kompletten Trupp, aber halt das auch wieder, der Limit Burst ist dann natürlich auf Level 25 gesehen damit. Nicht auf Level 1, auf Level 1 sind es glaube ich nur 30% oder so. Ist natürlich auch schon geil, aber es sind eben keine 54%. Sie hat einen ziemlich hohen Psyche-Buff für sich selbst und oder Magie-Buff. Kann 100% Einzelzieherheilung machen, also zum Beispiel, wenn jetzt nur euer Tank getroffen wurde und der hat jetzt nur noch 100 Leben, dann puff, macht er den Spell und schon hat er wieder seine 10.000 oder was auch immer euer Tank gerade hat an Maximal-HP, hat er dann auf jeden Fall wieder. Kann leider nur mit 30% wiederbeleben, hat Erd-, Wind- und Lichtmagie, falls mal Schaden sein muss und bringt gleich gute exklusive Ausrüstung für sich selbst mit wo sie ihre, vor allem ihre Mana und ihre HP erhöht und auch die Psyche ein bisschen, quasi die Stats, die sie braucht. Und dazu bringt sie das gleich mit. Wenn mich nicht alles täuscht, sollte später auch noch mal ein Raid-Event kommen von Final Fantasy XIV, wo man sie noch mal erhalten kann. Aber darauf will ich mich jetzt ganz sicher nicht festlegen, weil Global macht ja doch schon sein eigenes Ding und ob das bei uns kommt, kann keiner sagen. Also man sieht, sie ist so eine Art Heilerin, die halt auch sehr, immer noch sehr gut heilen kann, aber dafür halt auch Schaden machen kann. Also nicht schlecht. Platz 3 Luca ähnelt auch Rephia, aber Rephia ist immer noch besser in dem Bereich. Hat eine AOE-Heilung plus Statusheilung, sowas ähnliches halt wie Tillith, wo halt alle Statuseffekte außer Virus und Versteinerung geheilt werden. Die kann man einzeln mit einem Skill heilen. Dann kann sie Death und Spirit um 45% buffen für alle, auch für 5 Runden. Dann gibt sie noch 70% AOE-Wasserresistenz und kann Heilung über Zeit geben, was sehr praktisch ist. Der Nachteil ist jetzt, sie hat wieder nur eine 30% Wiederbelebung, nicht so wie Rephia, die hat eine 100% Wiederbelebung. Und kann im Limit Burst, wenn der natürlich auf dem Max Level ist, gut heilen und gibt noch einen 64% Spirit Buff. Wobei ich den Limit Burst hier jetzt nicht wirklich leveln würde, aber man geht ja immer von der Was-wäre-wenn-Situation aus. Ja, das Problem ist halt, sie kann diesen Heilskill nicht mit Dual Cast nochmal nutzen. Das ist eine Fähigkeit, nicht Fertigkeit. Deswegen ist Rephia als Heiler an sich halt, finden wir, besser. Aber trotzdem ist sie immer noch sehr stark, weil AOE-Heilung plus Statusheilung ist halt schon praktisch. Gerade wenn der Gegner auf Statuseffekte ja, gegen einen einsetzt. Ja, ist auf jeden Fall.
Ja, dafür hat man im Normalfall ja dann einen Buffer dabei, der das halt. Oder Unterstützungseinheiten wie Ling oder. Das ist bei mir zumindest. Also Refia finde ich auf jeden Fall die stärkste Heilerin. Naja, gut, nicht wirklich. Die stärkste Heilerin kommt jetzt. Santa Roselia. Wenn es nur um reines Heilen geht, dann ist sie die stärkste Heilerin. Mit Heilen ist Weil. halt HP heilen gemeint. Nicht Statuseffekte heilen oder so, sondern Ja, Heilung im HP heilen. nur reine HP-Heilung. Sie hat halt die höchsten Psyche-Werte. Hat 25% Eisresistenz. Was? Paralyse und Versteinerung, Konter, Heilung für was? Das ist ein Punkt. Paralyse und Versteinerung hat sie auch Immunität gegen. Ach so, sie ist. Okay. Immunität gegen Paralyse und Versteinerung, also noch. sie hat Konterheilung. Entweder nur für sich selber oder für das komplette Team. Das ist hier so ein bisschen. Ja. Da finde ich zum Beispiel die Konterheilung von Minfilia, finde ich da wesentlich besser. Weil die ist definitiv für das komplette Team und ist auf Vitaya-Ebene. Bei Santa Roselia ist sie auch auf Vitaya-Ebene, aber das ist halt entweder nur sich selbst oder das Team, da muss man Glück haben. Wenn sie vom Status betroffen wird, dann kann sie auch sich selbst Immunität gegen alle Statusbeschwerden geben als Konter und sich von Statusbeschwerden heilen als Konter. Allerdings auch nur für sich selber wieder. Sie kann als Einzelziel Statusheilung verteilen. Außer Virus und Versteinerung, das kann sie gar nicht heilen. Sie kann einen Psyche-Buff verteilen. Und Heilung und Statusheilung, alles zusammen im Limit Burst. Ja, halt auch wie Vitalia, weil es einfach noch keinen besseren Spell im Moment gibt auf Global. Und ja, würde ich sagen, gehen wir zur Nummer 5. Ah, ich wollte noch Außer dir kurz fällt noch was. was ein, ja. Genau, ich wollte noch was sagen. Und zwar, also auch wenn du es erwähnt hast, ich muss sagen, dass relativ witzig ist, dass man sie versteinern kann und wenn sie dabei auch angegriffen wurde, dass sie sich halt trotzdem heilen kann, obwohl sie versteinert wurde. Außer man hat halt Pech und man konnte halt nicht damit. Und sie kann Virusversteinerung nicht heilen. Ich glaube, im Limit Burst kann sie alle Statuseffekte heilen, also geht es nur dadurch weg und das ist halt ein Problem. Aber halt durch das Konter heilen ist halt, wenn es pur um Heilen geht, halt wirklich die beste Einheit. Ja. Ja, kommen wir zu Tillith. Das, was schon erwähnt wurde: AOE-Statusheilung plus an sich Heilung, wieder außer Virus und Versteinerung. Ja, kann dann noch im Limit Burst heilen und da dann auch gegen Gift, Oh, Sturm und Moment. Paralyse. Mir ist gerade noch Santa Roselia, ist mir gerade noch eingefallen. Ein heftiger Nachteil, sie hat keine Wiederbelebung. Oh ja, stimmt. Ja, das ist natürlich auch schlecht. Deswegen ist er auch nicht so weit oben. Ja. Ja, Tillith ist halt, wie jetzt erwähnt, die ganzen Heilungssachen, die wir jetzt schon vor oben hatten. Im Limit Burst kann sie auch noch Gift, Sturm und Paralyse heilen. Ja, warum so weit unten? Weil erstmal kann man die Heilung, die sie hat, nicht mit Dual Cast nochmal nutzen. Und dann, wie das vorhin erwähnte, maximal 5 Sterne, Ausrüstung nicht gut und so. Also eigentlich schon Sachen, die wir schon erwähnt haben. Ja. Und ja, da es nicht so sonderlich viele Heiler gibt, kommt hier Cecile schon ins Spiel. Der kommt auch gleich nochmal. Hier jetzt allerdings als Heiler. Kann halt Vitaya. Hat ziemlich gute Verteidigungswerte. Hält also als Heiler auch ein bisschen was aus. Hat relativ okay eine Mana-Menge, sodass man ihn auch mit Dual Cast heilen lassen kann. Hat einen ziemlich starken Psyche-Buff im Limit Burst und zwar 74%. Macht damit allerdings auch noch andere Werte, aber ja, er kann sich damit dann quasi noch zu einer relativ guten Heilung hochbuffen. Also wenn man nichts anderes hat, kann man ihn auch nehmen, aber man sollte ihn lieber für seine Tankfähigkeiten benutzen. Zu denen kommen wir jetzt. Überleitung. Ja, Tanks. Ganz klar, Cecile auf Platz 1. Einmal 3 Sterne Base. Den müsst jeder haben, außer man hat gerade neu angefangen. Ich habe den natürlich schon 7, 8 Mal. Ja, 80% Chance, dass er eine Einheit schützt. Und zwar hat man dann noch 50% Mitigation. Der kann provozieren über den Esper kriegen, und zwar Golem. Dann kann er noch die Stats der Gruppe halt erhöhen. Also Angriff, Abwehr und Psi um 74% im Limit Burst. Und Magie und Psi um 40% als Fertigkeit an sich, also in Fähigkeit. Warum sage ich immer Fertigkeit? Ja, und dann noch Sachen, die wir vorhin erwähnt haben, kann heilen und ist immun gegen Lichtschaden, was auch sehr praktisch ist. Also Einheit mit Excalibur, wenn man da zum Beispiel ein Kolosseum. Nee, das ist Arena, ist ja bei andersrum als bei Brave Frontier. Ja, gegen Gegner, die Excalibur in Arena nutzen, kämpft, kriegt er halt gar keinen Schaden. Und ist auch sehr eklig, gegen ihn zu kämpfen, weil er halt so viel aushält.
Ja, könnte ganz schön nervig werden. Ja, als zweites haben wir hier ein Noel, also quasi genau andersrum wie im Wiki. Noel bringt 80% Provoke direkt mit und bufft sich damit auch direkt 50% Mitigation. Aber das war's ja dann halt leider auch schon. Das Problem. Er kann keinen covern, er kann keine anderen Einheiten schützen, er kann nur die Angriffe auf sich ziehen. Er kann die Abwehr der Gruppe noch erhöhen und er kann Magie countern. Also, wenn er von Magie getroffen wird, hat er eine Chance, dass er einen Konter wirkt und da dann mit einem magischen Angriff halt nochmal den Gegner vielleicht sogar den Rest gibt und ihn damit tötet und damit natürlich den besten Schutz bietet, den man haben kann. Wenn man so sehen möchte, toter Gegner macht halt keinen Schaden. Das ist ganz witzig, aber na. Er kann sich auch noch 75% Mitigation geben, anstatt zu garden. Garden ist ja, wenn man nach unten zieht. Auch verteidigen, glaube ich, genannt auf Deutsch. Ja, und anstatt das zu machen, das gibt nur 50% Mitigation, hat er halt einen Spell, wo er sich da 75% für eine Runde geben kann. Nachdem man das Provoke gemacht hat, nimmt man also im Idealfall dann diesen 75% Mitigation, um den Schaden, der reinkommt, noch zu verringern. Ja, da hört es dann eigentlich auch auf, mehr kann er halt einfach. Er ist ein ziemlich langweiliger Provoke-Tank. Aber ein guter Provoke-Tank. Nicht so wie Snow. Genau. Boost. Ja, der hat ja das Problem, dass er jetzt nicht der beste Provoke-Tank ist, weil er nicht so viel defensive Sachen hat. Ja, natürlich kein Cover-Tank, wie erwähnt. Ja, provozieren kriegt er über den E-Spar, kann noch kontern mit seinen Angriffen, aber er bietet nicht wirklich viele defensive Sachen an, ein paar Angriffe, mit denen er nicht wirklich viel Schaden macht. Ich glaube, er hat jetzt auch nicht die besten Stats gehabt, also. Außer einen guten Trust finde ich ihn jetzt als Tank nicht so gut. Das Problem ist, warum ist er jetzt auf Platz 3? Das liegt daran, weil es keine gute Konkurrenz gibt. Denn die danach sind alles so Sachen, die man nicht wirklich nutzt, weil jeder nutzt das Heal. Und das ist der einzige Tank, den man braucht. Außer es kommt ja auf Light 6 Sterne. Ja, ich wollte gerade sagen, zwei, die dann auch danach kommen, die bekommen nämlich noch 6 Sterne und überholen Snow dann easy. Jupp, Charlotte dauert lang, aber auch sie überholt ganz klar Snow. Ja, zu Snow bleibt auf jeden Fall noch zu sagen, die Konter, die er macht, sind für physische und magische 60% jeweils. Also, wenn von ihm mal kein Konter kommt, dann habt ihr wahrscheinlich einen schlechten Tag erwischt oder so. Erstmal wieder ins Bett gehen. So kann es nicht weitergehen. Na, Platz 4 wäre Charlotte. Die ist zwar 5 Sterne nur, hat aber trotz ihrer 5 Sterne bereits eine 55% Chance, einen Gegner zu schützen und hat da auch schon 50% Mitigation dabei. Kann Verteidigung und Psyche der Gruppe erhöhen und Provoke bekommt sie allerdings nur über den Esper. Also Golem. Unter Dämonen rein. Ja, ich bin gerade selber mit dem Mindspiel verwöhnt, vor allem verwirrt. 55% aufs Cover und dann 50% mit 25 Ja, Sinn. er hat quasi eine Fähigkeit, die hat 40% Chance, einen aus der Gruppe zu schützen, bekommt dabei 25% Mitigation und dazu hat er noch eine 15% Chance, jemanden aus der Gruppe zu schützen, ohne dass er dabei Mitigation bekommt. Ah, ich bin wieder der Zuschauer, der nicht checkt. Ja gut, so muss man auch dabei haben. Ja, provozieren gibt es noch durch den Acepar, aber an sich ist er halt, wenn es rein ums Tanken geht, nicht so gut, weil er kassiert halt, also er kassiert weniger Schaden, aber nicht so wenig von der reinen Mitigation her wie Charlotte. Wobei Demon rein halt mindestens noch 6 Sterne ist. Aber ja, er ist halt so ein Mini-Tank. Er hat seine 6 Sterne auf jeden Fall nicht verdient. Also. Kriege des Lichts, ja. Leider noch 5 Sterne, daher nur 30% Chance, einen aus dem Team zu schützen. Dafür schon mit 50% Mitigation Provoke nur über den Esper im Moment. Er hat noch einen Allesbrecher, das könnte man noch erwähnen. Aber ansonsten warten wir immer noch auf seine 6 Sterne. Und wenn die kommt, dann rutscht er auch ganz schnell nach oben. Und zwar noch über Noel. 6 Sterne hat es auch über Cecil. Höchstwahrscheinlich schon, ja. Das Also da ist er dann Platz 0. müssen wir dann erstmal gucken. Vielleicht bekommt er noch irgendwas Global Exklusives. Oder Cecilia hat bis dahin schon seine Enhancements. Die werden sich da wahrscheinlich noch einen kleinen Kampf liefern, je nachdem, wann die 6 Sterne kommt. Gut, kommen wir zur neuen Kategorie. Und zwar ist da Platz 1 die Einheit, die ich unbedingt haben will beim Summon, und zwar Noctis. Der bietet viel.
Sehr viel. Er hat sehr gute Stats, das ist mir aufgefallen. Der kann sehr viel Waffen tragen und hat wirklich sehr, sehr geile Stats. Auch defensiv, irgendwie jeder Stat hat über Average, gerade offensiv. Kann Angriff, Death, Magie und C ja, breaken, also reduzieren beim Gegner. Kann einen also Mana über Zeit geben und einen normalen Heal over Time, also Heilung über Zeit. Kann eine Runde lang 100% Provoke geben, also dass er eine Runde lang von jedem Single-Target-Angriff getroffen wird. Kann 100% Revive geben, sowas halt wie bei Refia, wobei man bei ihm das nicht mit Dual Cast nochmal nutzen kann. Hat einer der besten Limit Bursts im Spiel, weil das ist so eine Art CC mit Damage. Das ist einmal gibt er, wenn er natürlich auf Max Level, 74% auf Angriff, Death, Magie und Spirit und macht noch dabei sehr viel Schaden. Das Problem ist, der Limit Burst füllt sich sehr langsam. Also wenn man nicht eine Einheit hat, die abgeben hat, ist das schon schwer, den zu füllen. Weißt du, was ich das Da. viel größere Problem dabei finde? Meiner hat erst Level 23 und macht nur 70%. Oh nein. Gut, kann MP und sich normal heilen durch einen Jump, hat AOE Statuseffekte plus einen Angriff, das ist halt sein Molotov-Cocktail. Dann gibt es bei seinem Eisangriff halt Stopp plus einen Angriff. Dann, wie erwähnt, viele Waffen ausrüstbar und da gibt es halt für jede Waffe, die ausrüsten kann, auch irgendeinen Buff, Attack, Magie, sowas halt in die Richtung. Hat die Fähigkeit, drei Treffern ausweichen zu können, hat einen Konter-Heal. Dann hat er noch als passiven Skill, dass er Angriffen ausweichen kann. Und wenn man die richtigen Sachen nutzt, kann er als Tank dienen. Nicht als der beste Tank, aber schon als ganz guter, weil er auch durch Schilde noch Death von Spirit kriegt und durch Waffen kann er auch noch defensive Buffs kriegen, also man kann ihn schon gut defensiv ausrüsten. Ja, leider nur als Provoke-Tank, aber als Tank. Jupp, und wenn man mal 100% Provoke braucht und nicht immer durch den E-Spar, dann kann man natürlich seinen Skill nehmen. Ja, und gleich gefolgt wird das Ganze von Ling. Wer hätte es gedacht? Ich auf jeden Fall. Ich nicht. Sie kann derzeit als einzige Einheit, glaube ich, noch im Moment, kann sie AOE wiederbeleben. Mit 30% allerdings nur, aber dafür alle, die tot sind, außer natürlich sie selber tot, dann nicht. Sie kann den kompletten Trupp Mana wiederherstellen, kann Statuseffekte verteilen auf den Gegner AOE, kann AOE alle Werte breaken, kann AOE alle Statusbeschwerden heilen, außer bei sich selber. Braucht sie aber auch nicht, weil sie ist quasi immun gegen alles, was irgendwie sie daran hindern würde, das zu tun. Sie hat 40% Ausweichen, hat 40% mehr Crit-Chance, macht 75% mehr Schaden gegen Menschen und hat durch ihre anderen Fähigkeiten lädt sie jeweils einen Buff auf für ihren normalen Angriff. Wenn man den dann 10-mal gestapelt hat, dann bekommt sie einen 1000% Modifier auf ihren normalen Angriff. Ja, also kann sogar auch noch Schaden machen. Ihr Limit Burst kann sogar noch die Feuerresistenz des Gegners runtersetzen. Also, ja, das würde ich sagen, was will man mehr als Support, ne? Jo, aber dafür halt größtenteils Support-Einheit. Aber darum geht es ja größtenteils hier, weil Vielseitigkeit kann man in die Richtung von Support sagen, von vielen Sachen, aber halt auch Schaden und sowas. Und da ist Noctis halt einfach höher, weil er halt auch allgemein viel Schaden macht. Deswegen zum Beispiel Linken auf Platz 2. Platz 3 ist Wolke der Dunkelheit. Allgemein hat sie Resistenzen gegen Elemente und gegen Statuseffekte. Gegen alle davon jeweils auch, aber halt keine Immunität gegen Statuseffekte. Kann AOE alle Elementenresistenz geben, das dürften 30% sein. Dann noch AOE Statusheilung, da wieder mal außer Virus und Versteinerung. Kann guten Dunkelschaden machen und macht, ich glaube, 75% mehr Schaden gegen Menschen. Also, das war zum Beispiel eine sehr gute Einheit gegen Maxwell oder allgemein kann man auch in Arena sehr gut nutzen, weil da kämpft man halt gegen Menschen. Ja, kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Oder natürlich auch gegen Gilgamesch wäre auch ein Mensch. Beispiel. Außer halt alles, was ein Mensch ist. ja, Platz 4, Terra. Wieder mal Terra. Macht relativ guten Magieschaden, das hatten wir ja schon das Thema. Kann per Cura, also Vitra, glaube ich, auf Deutsch, kann sie heilen. Kann alle Statusbeschwerden AOE heilen. Kann mit 100% Wiederbelebung heilen, wiederbeleben natürlich, nicht heilen. kann das sogar per Dual Cast auch zweimal casten.
Ja, und kann durch ihren eigenen Buff dann noch Chaoswelle und Meteor und Dualcast direkt mitbringen. Also ziemlich vielseitig das Ganze auf jeden Fall. Jupp. Dann jetzt Platz 5. Das ist Transterra. Ja, Transterra ist unter Terra. Das liegt daran, weil Transterra eher auf Schaden geht, während Terra wirklich an sich viele verschiedene Sachen hat. Ja, wie erwähnt, hohe Magieschaden, Feuer, Eis und Donnerresistenz kann sie geben. Hat Dual Cast von sich aus, muss man nicht erst irgendwie freischalten. Kann auch ein 100% Revive geben. Hat Cura, ist halt ganz netter Ziel, aber jetzt auch nicht verlässlich. Ja, kann für sich selber Magie und Spirit buffen. Spirit kann man dann auch im Def. Wenn man auch halt auch bringt schon was und kann halt physischen Angriffen ausweichen. Also ist zwar eher genutzt für Damage, aber halt hat auch schon ein paar Defensivfaktoren. Ja, wenn mal Not am Mann ist, kann sie auch mal den Notsupport nehmen. Aber ist klar, sie ist natürlich jetzt nicht so vielseitig wie Terra, aber wie würdest du dich fühlen, wenn du dich nackt aussiehst und dann lila leuchtest? Also. Ja, gut, würde ich sagen. Gut, Platz 6 wäre Barz. Der kann viele Waffen tragen, ist ein lebendes Elixier und zwar kann er sein Leben geben und dafür komplett HP und Mana von einem ja, Teammitglied heilen. Wenn man da jetzt eine Heilung noch dazu macht, direkt in derselben Sekunde quasi und das Ganze gut timet, dann überlebt er sogar und man muss ihn nicht wiederbeleben. Er macht relativ guten Schaden, er kann sämtliche Resistenzen vom Gegner runtersetzen. Er kann Analyse kann Link übrigens auch. Er hat eine ja, erhöhte Limit Burst Füllrate und kann seine Limit Burst Leiste an andere abgeben. Da fällt mir gerade ein, das kann Ling auch. Und er kann automatisch Tränke benutzen. Jede Runde. Das ja, ist halt mal was Neues. Deswegen steht es da. Und der sechste Platz ist hier quasi eigentlich auch nur Bonus. Uns ist da nicht mehr viel eingefallen und Bartz kam dann halt über den Weg gelaufen. Ja, lebendes Elixier ist halt der Nutzen, warum er halt gut ist. Und er passt halt gut zu Noctis, weil er zum Beispiel eine Einheit mit erhöhter LB-Füllrate geht schnell, kann man abgeben auf Noctis nutzen und hat dann seinen Limit Burst direkt voll. Also ist ein ganz netter Supporter. Auf jeden Fall, ja. Ja, dann würde ich sagen, war's das eigentlich? Da sind wir durch. Und ich packe euch den Link auf jeden Fall zu der Liste in die Beschreibung rein, falls ihr euch die selber noch angucken wollt. Ich schreibe da bei Link jetzt auf jeden Fall noch abgeben dazu und guck vielleicht nochmal durch. Oder wir gucken vielleicht beide nochmal durch, wo man noch irgendwie was besser schreiben kann oder so. Refia war zum Beispiel der Dualcast. Egal. Was? Ihr könnt Ja. euch die Liste dann auf jeden Fall angucken, wenn ihr wollt. Und dann würde ich sagen, macht's gut und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß oder. Wenn nicht, schreibt eure Meinung auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr das irgendwie anders seht, wenn ihr die Plätze anders verteilen würdet und ja, schreibt noch warum dazu. Muss ja immer einen Grund haben, das Ganze. Genau. Ja, dann macht's gut.